Hallo und herzlich willkommen hier zurück zu einem neuen Part zu Die Sims 4, der 100 Baby Challenge. Ja, viele haben ja schon gefragt, Mensch, wann kommt denn die Baby Challenge wieder? Was ist denn los? Was ist denn passiert? Und ja, jetzt ist es endlich soweit. Die Baby Challenge ist wieder da. Juhu! Ich freue mich auch sehr darüber. Ja, einfach, warum auch immer, aus heiterem Himmel habe ich mir heute gedacht, so rum. Irgendwie habe ich Bock auf Baby Challenge. Also machen wir das mal. So, Jani muss in einer Stunde bei der Arbeit sein. Das ist super. Ich muss selbst auch erstmal wieder reinkommen. Das Sims 2 Projekt wird natürlich weiterhin laufen. Keine Frage. Aber die Baby Challenge wird übrigens nicht jeden Tag kommen. Ich muss mal gucken. Ich habe im Moment ja echt Probleme damit, was das angeht, hier die Zeiten zu wahren oder wie auch immer ich das nennen kann. Warte mal, schau dir doch mal ein Buch an, oder? Nee, Moment, wartet. Wartet, was wollte ich euch denn nochmal lehren? Bewegung, genau. Hier, dann machen wir das an. Genau, machen wir das. Nee, nicht klassisch. Nicht klassisch. Wir machen das an und machen dann hier ein bisschen Rumgehopse. Warte, wir hatten doch Kinderlieder, oder nicht? Wo sind die denn? Da, Kinderkanal. Genau. Ich höre überhaupt nichts. Ich glaube, es ist ein bisschen leise, wa? Ja, es ist ja niedrig. So, also Mittel sollten wir schon mindestens machen, damit wir hier was hören. Also, was habe ich Ihnen gerade gesagt? Keine Ahnung, ich bin total anscheinend plemplem gerade. Naja, wie auch immer, ich muss unbedingt mal gucken, dass ich endlich mal einen neuen Upload-Plan mache. Das will ich schon ziemlich lange machen, aber irgendwie merke ich dann selbst immer wieder, wenn ich einen mache, dass ich mich selbst irgendwie nicht dran halten kann, weil immer irgendwie was ist. Ich habe halt im Moment sehr viele, ja, Termine, wo ich hin muss und sehr viel zu tun halt auch. Und dementsprechend ist das echt schwierig, mich da immer so an meinen Plan zu halten. Aber irgendwann kriege ich es schon wieder hin. Sag mal, Jani, hast du zugenommen? Es sieht aus, als hätte er zugenommen, oder? Naja, er ist auf jeden Fall bei der Arbeit. So, Jani, und jetzt gib alles bitte. Was? Mama Ramona? Mama Ramona? Was auch immer er damit uns sagen möchte. So, Moment. Das haben wir abgeschlossen. Was wollte ich denn jetzt hier bei ihm noch gucken? Nee, bei ihm wollte ich gar nichts gucken. Er soll einfach nur fleißig arbeiten und bitte befördert werden. Ein Kind oder Enkelkind die Spitze deiner Karriere erreichen lassen. Genau, das wollten wir jetzt machen. Oh, was ist denn hier los? Sie sind alle wütend, oder was? Warte mal. Was ist hier los? Tanzwütig, weil zu Musik getanzt, zu viel getanzt. Wenn sich nicht bald was ändert, dann wird man bekloppt. Alles klar. Und er ist ausgehungert. Dann würde ich sagen, nimm dir am besten mal was zu essen, mein kleiner Mann. Wir haben da genug. So, und ihm geht es ansonsten auch ganz gut. Müssen wir denn noch? Ja, wir müssen noch einiges lernen. Ich hatte gesagt, wir machen das alles fertig. Da müssen wir mal schauen, ob ich das wirklich so beibehalten kann. Wobei Kommunikation ist ja bald schon auf 5. Naja, da hat man ganz schön was zu tun. Schade, dass das Laufen anscheinend nicht gelevelt wird, wenn die hier einfach so rumrennen. Was ist? Hallo, denkt dran, die Miete pünktlich zu bezahlen. Wirf die Zahlung einfach am Ende jeder Woche in den Briefkasten. Hä? Okay, Miete bezahlen. Ja gut. Miete zahlen, das mache ich mal eben. Das sollte ja nicht das Problem sein. Wir werden es ja wohl schaffen, die Miete zu bezahlen. So, er ist hier fleißig am Futtern. Das ist schön. Unsere Candy ist ja immer noch ein Vampir. Das ist natürlich auch schön. So. Ja. Bald kommt auch ein neues Accessoire-Pack. Habe ich gehört. Und zwar irgendwas mit Bowling. Das reißt mich persönlich jetzt noch nicht so vom Hocker, muss ich gestehen. Also ich weiß auch noch nicht. Ja, vielleicht ist es ja ganz toll. Aber im Moment, mich so persönlich interessiert das noch nicht so viel. Ich werde es mir natürlich auf jeden Fall angucken. Das ist klar. Kann ich ihm eigentlich irgendwie das Laufen noch beibringen oder sowas? Anscheinend nicht. Das muss er echt selbst lernen anscheinend. Kinderbuch lesen, Flashkarten, Basisbedürfnisse beibringen, Tiere Basisbedürfnisse könnten wir ihm mal beibringen. Das ist doch eine schöne Idee. Ich weiß zwar jetzt nicht wem. Ach so, ihm, okay. Ja, dann können wir bei dir ja jetzt nach was anderem vielleicht mal gucken. Wie sieht's denn aus von deinen... Ja, sieht eigentlich ganz gut aus.
Okay, Bewegung lernt er auch jetzt gerade wieder, jetzt wieder nicht. Bewegung, Kommunikation hat er auf 4. Sollen wir noch ein bisschen hier, Kleinkindervideos kannst du dir noch ein bisschen angucken. Willst du noch mal was essen? Hast du denn noch mehr Hunger? Du hast doch gar keinen Hunger. Hör auf, dir noch was zu nehmen. Du hast gar keinen Hunger. Wahrscheinlich hat er sich schon was anderes genommen gehabt oder so. Ach so, jetzt. Na gut, dann kümmere dich halt erstmal um die Kids, wie auch immer, was auch immer du machen willst. Renn in den Schrank, renn aus dem Schrank, mach was du möchtest. Hauptsache Jani wird befördert. Oh, es sieht gut aus. Es sieht so aus, als wenn er befördert wird, meine Lieben. Oh mein Gott, das wäre so der Hammer. Dann könnten die nämlich endlich eigentlich raus, ne? Nee, eigentlich nicht, weil ich wollte ja das andere Bestreben dann vielleicht auch noch erfüllen. Aber ich glaube, ich erfülle jetzt lieber erstmal dieses, dass wir die Baby-Challenge endlich mal schaffen. Das wäre doch auch mal super. Aber Mensch, ist ja doch ganz schön hier wieder zu spielen. Es freut mich irgendwie. Ach ja, und Waldemar, den haben wir ja auch immer noch hier rumstehen. Ach, das ist super. Unfreundliche Umgebung. Was ist denn los hier? Das ist alles schmutzig, ne? So, was machst du denn jetzt, mein Kleiner? Du machst gerade gar nichts. Du hast Hunger. Dann nimm dir was zu essen. Oder mach irgendwas anderes. Und du machst auch irgendwie gerade nichts, ne? Er ist auch noch ziemlich weit zurück. Das heißt, er muss noch eine ganze Menge lernen. Hier können wir auf jeden Fall noch stapeln. Dann kann er das doch erstmal machen. Er kann was essen. Und wir warten dann, bis Jani von der Arbeit kommt. Wann kommt er denn von der Arbeit? Um 16 Uhr. Ja, schön. Dann dauert das ja gar nicht mehr so lange. Und Eleanor ist ja anscheinend auch schwanger. Das ist ja auch schön. Dann bekommt sie nochmal ein Kind. Oder. Warte mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Also, es könnte auch noch Platz sein für Zwillinge. Das wäre natürlich auch richtig klasse. So, du willst was essen, hoffe ich. Und Eleanor macht gerade einfach nichts. Wir warten einfach darauf, dass Jani befördert wird. Das ist richtig schön. Oh, warum bist du denn traurig? Ach, weil er schmutzig ist, ne? Ja, dann lassen wir ihn jetzt erstmal essen. Hilfst du ihm jetzt oder was machst du da? Blöcke beibringen. Ja, bring ihm Blöcke bei. Objekte beibringen. Ich weiß nicht, geht das dann schneller, wenn man das macht? Ich habe da noch gar keine Erfahrung mit, ne? Ob das dann schneller geht oder langsamer oder wie auch immer. So, er hat anscheinend keine Lust mehr. Sollen wir ihn schon mal ins Bett bringen? Bist du müde? Oh ja, er ist schon ziemlich müde. Er ist schon ziemlich müde. Dann würde ich sagen, wir bringen ihn ins Bett und lesen ihn schon mal in den Schlaf. Weil dann müssen wir nicht alle drei Kinder auf einmal machen. Das ist, denke ich, ganz praktisch. So, er ist auch. Nee, er ist mü nicht müde. Er ist einfach nur. Was macht ihr denn jetzt da? Ach so, sie bringt ihm da jetzt was bei. Objekte, Flashkarten zeigen. Die machen irgendwie immer was anderes, ne? Also der Fehler wurde noch nicht behoben, dass die überhaupt auf nichts hören irgendwie. So, du hast es kaputt gemacht, du darfst es wieder reparieren. Wie spät haben wir? 14.14 Uhr. Okay, dann haben wir ja noch ein bisschen Zeit. Er wird jetzt schon mal ins Bett gebracht. Danach müssen wir ihn auf jeden Fall einmal baden. Baden. So, das müssen wir dann auch machen. Jetzt wird hier erstmal in Schlaf gelesen. Wie sieht es bei dir aus? Ja, er ist auch schon ziemlich schmutzig. Ach Quatsch. Nein, müde. Nicht schmutzig. Er ist ziemlich müde. So, aber dann würde ich sagen, du bringst jetzt gleich erstmal den Kleinen hier in die Wanne. Oh Gott, das ganze Ding spinnt rum, ey. Das ist cool. Wie das hier einfach so rumspinnt. Dann kommt Jani wieder. 16 Uhr, stimmt ja. Wir haben jetzt gleich 15 Uhr. Na Gott sei Dank. Level 3 der Bewegungsfähigkeit. Ja, das finde ich schön. Wer ist denn am nächsten dran an dem, was ich gesagt hatte? Was hatte ich gesagt? Bewegung soll hoch. Kommunikation und Töpfchen. Genau, das waren die Sachen, die ich auf Maximum bringen wollte, um hier die Kinder altern zu lassen, ne? Genau, Kommunikation, Töpfchen und Bewegung, hatte ich gesagt. Wie so, wie in Sims 3 halt, ne? So ein bisschen. So. Okay, er kommt in die Wanne und wird jetzt sauber gemacht. Das finde ich schön. Noch eine Stunde, dann kommt Jani nach Hause und dann haben wir dieses unglaubliche
Bestreben hier geschafft. Das ist ja dann der Hammer, dass wir das dann mal geschafft haben. Hallo? Wieso? Wieso bist du schon wieder wach? Du bist aber schnell wieder fit, mein Kleiner. So, dann will ich doch mal gucken. Da bist du. Dann will ich doch mal gucken. Wieso bist du schon wieder wach, wenn du noch ein... Ach so. Ach, die Musik. Natürlich, die Musik ist schuld. Jetzt ist er eingeschlafen und ist dann wieder wach geworden, weil ja die Musik, ne? So, er hat Hunger, er hat sich was zu essen genommen. Das ist gut. Hör mal, Candy, so geht das aber nicht. Du kannst doch nicht hier reparieren und dann einfach den Dreck hier liegen lassen. Ich finde, du könntest hier mal ruhig überall ein bisschen aufräumen. Tu mal was für dein Geld, was ich dir nicht gebe, dafür, dass du hier wohnst. So. So, ich glaube, da wird noch jemand ins Bett gebracht. Kann das sein? Nein, ihm wird einfach nur vorgelesen anscheinend. Auch nicht schlecht. Candy? Ach so, sie räumt auf. Sie räumt richtig auf, alles klar. So, und er kommt angewatschelt, um die Geschichte zu hören. Das ist auch nicht schlecht. Sehr, sehr schön. 16 Uhr. Yes! Jawohl! Ne, Moment, was? Was? Hä? Befördert zu Kunstmäzen. Ist das noch nicht die... Ist das noch nicht... Das ist doch 10. Glückwunsch zu der tollen Beförderung. Nein, ich will jetzt nicht feiern. Ich will jetzt das erklärt haben. Das hier ist doch 10. Oder nicht? Mehr als 10 gibt es doch nicht, oder nicht? Hä? Und, hä? Und das ist doch ihr Kind. Sorge dafür, dass eines deiner Kinder oder Enkelkinder den höchsten Level einer Karriere erreicht. Erfülle die Beförderungsanforderungen und erscheine mit der für die Karriere optimalen Stimmung bei der Arbeit, damit es befördert wird. Ja, das ist mir schon klar, aber gibt's denn noch eine 11. Stufe? Naja, hier sind ja auch nur 1,5 Sterne, was auch immer das bedeutet. Aber ich dachte... Jetzt bin ich verwirrt. Jetzt bin ich echt verwirrt. Moment. Was gab's hier gerade nochmal? Fliegende Farbe, lasse einen Sim den höchsten Level in der Malereikarriere erreichen. Was zum Kuckuck? Wieso akzeptiert der das dann hier jetzt nicht? Ein Kind oder Enkelkind? Ne, das verstehe ich ja jetzt nicht. Dann habe ich das alles umsonst gemacht, oder was? Alles umsonst. Einfach, weil es nicht akzeptiert wird vom Spiel. Das ist gerade schon wieder so ein kleiner, leichter Frustmoment, muss ich gestehen. Jetzt habe ich mich so angestrengt, dass Jani die Karriere erreicht, also die höchste Karrierestufe. Und dann wird das hier einfach nicht akzeptiert. Oder muss er dafür vielleicht hier dann auch noch das Häkchen haben oder was? Keine Ahnung. Naja, ich würde mal sagen, wir machen das dann einfach so. Ich werde einfach jetzt hier ihn nochmal Gemälde malen lassen. Und ihn die Tagesaufgabe machen lassen. Und dann werde ich hier seinen Durchschnitt so weit raufbringen, dass er halt nachher hier das Häkchen wieder hat. Und vielleicht ist es ja dann... Das perfekte Dingens, wie auch immer, braucht dringend Urlaub. Gestresst wegen Arbeit, bei der Arbeit beschämt. Ach je, du armer Kerl. So, die zwei haben sich freiwillig ins Bett gelegt. Was ist mit dir, mein Kleiner? Du brauchst Spaß. Ja, okay, spiel im Klo. Ist okay, kein Problem, macht nichts. So, du brauchst Energie, du bist deswegen auch am Schlafen, das ist gut. Du bist auch müde. Von daher passt das schon alles. So, ja, Musik haben wir da ja ausgemacht. Das ist auch gut. Tja, das ist ja nicht zu fassen. Ich würde sagen, du kannst ja mal ein bisschen üben gehen hier. So, in einem Restaurant. Nein, ich möchte nicht in ein Restaurant. Ich bin jetzt leicht verwirrt hier wegen diesem Bestreben. Ich glaube, ich werde da mal ein bisschen im Internet recherchieren, was genau es damit auf sich hat, wieso dieses Bestreben erfolgreicher Abstammung jetzt nicht funktioniert hat. Muss ja irgendwo dran liegen.
Oh, welches Level haben wir eigentlich da? Bestimmt noch nicht viel. Oh, 3, fast 4, alles klar. So, eigentlich ganz cool, ne? Wie, bist du schon fertig mit deinem Bild? Oh, das sieht gar nicht mal so schlecht aus. Das verkaufen wir erstmal. Ach Mensch, das ist echt traurig. Richtig traurig gerade. Ich habe so gedacht, dass wir dieses Bestreben dann schaffen. Mensch, das ist ja voll schade. Manno, das will ich nicht. Das ist voll gemein. Wieso nur? Naja, egal. So, warte mal, wenn du fit bist, was machst du da eigentlich gerade? Fantasie, nee, Fantasie nicht. Töpfchen hat er schon fertig, das ist wunderbar. Dann mach doch lieber noch hier ein bisschen Bewegung. Und danach kannst du ja nochmal hier Kleinkindervideos machen. So, und dann kannst du ausschlafen gehen. Also er hat auf jeden Fall Töpfchen schon mal fertig. Hier ist Töpfchen fast fertig. Er kommuniziert die ganze Zeit im Schlaf anscheinend. Hier ist nämlich ein Bug drin. Na super, auch das noch. Ach ja, meine Lieben. Seht's euch an. Sims 4. Ganz viele Bugs. Juhu. So, Jani ist am Malen. Was zum Kuckuck. Das hast du aber auch mal besser gekonnt, Jani. Also das, was du da malst, das ist jetzt nicht gerade feierlich, ne? Und sie spielt und spielt und spielt. Juhu, Level 4 erreicht. Ja, perfekt. So, ich würde sagen, wir hören damit jetzt mal auf und machen lieber noch was anderes. Wir könnten das Buch lesen. Apropos Buch, wo ist das Buch? Habe ich das schon gekauft? Bestimmt, ne? Boah, ich habe hier so viel Essen im Gepäck. Was ist denn los hier? Da auch schon wieder Essen. Hier ist schon mal kein Buch. Haben wir das Buch hier? Mal gucken. Hier, aber ich glaube... Nee, doch. Doch, ich glaube, ich brauche das, ne? Oder kann ich das zweite schon kaufen? Vampirbücher kaufen? Nein, kann ich noch nicht kaufen. Alles klar. Das heißt, ich muss das erste noch weiterlesen. Wenn ich dann da alles durch habe, dann kann ich mir das zweite Buch kaufen, kann das weiterlesen. So, mein Kleiner. Du bist so unglaublich fleißig. Oh Gott, wie viel Essen hat der bei sich? Hallo, was ist denn los hier? Alles leere Teller hier. Ja, die Kinder, die holen sich immer nur das Essen. Essen es dann anscheinend. Und nehmen die leeren Teller mit. Überall mit hin. Hier ist auch noch ein leerer Teller wahrscheinlich. Ja, genau. Erstmal alles rausstellen hier. So, das war sogar ein voller Teller. Ich hatte doch hier gerade noch einen gesehen. Hier. So. So viel Zeugs. So, hast du was gelernt? Nee. Er nicht. Aber Eleanor hat was gelernt. So, aber fast 84% hat er da schon. Vielleicht kriegen wir das ja hin, dass er das noch schafft. Das wäre richtig nice. 87. Aber das dauert viel zu lange, ne? Eleanor hat gelesen, dass man schon Vampir dabei beobachtet hat, wie sie sich in Fledermäuse verwandeln. Ja, haben wir auch schon. Das ist unglaublich episch. Knoblauchzopf. Oh yeah. Huch, hallo. So, Vampirbuch freigeschaltet. Eleanor hat aus diesem Buch alles gelernt. Ja, das ist super. Dann würde ich nämlich sagen, kaufen wir direkt das nächste Vampirbuch. So, das kaufen wir direkt. Zack. Und dann kannst du da nämlich weiterlesen. Das ist nämlich jetzt so mitten in der Nacht am besten. So, was macht ihr da so? Keiner weiß es. Ach, das Bild ist fertig. Stimmt, ja. Da ist noch ein Teller. Oh Mann, ich glaube, irgendeiner muss hier mal aufräumen. Oh, er muss auch aufs Klo. Dann würde ich sagen, kannst du erstmal aufs Klo gehen. Wie sieht's denn aus? Er hat das abgeschlossen. Das ist doch super. So, wie sieht's bei dir aus? Ach komm, nur noch ein bisschen, mein Kleiner. Nur noch ein bisschen. Und dann kannst du auch schlafen gehen. Wirklich. Du musst das nur noch fertig machen. Mach es noch fertig, ja? 97%. Du brauchst nicht mehr viel. Nur noch ein bisschen. Boah, ich wollte gerade sagen, boah, Candy, wehe, du nimmst ihm das da jetzt weg. So, ich würde sagen, wir lassen Candy hier mal aufräumen auf jeden Fall. Das kann noch weggeräumt werden.
Ach, das wird ja sowieso nicht schlecht. Das kann irgendeine. Ach nee, hier. Das hier wird schlecht. Das heißt, das hier können wir auf jeden Fall auch aufräumen. Der Rest wird nicht schlecht. So, komm, das muss doch jetzt fertig sein. 99%. Komm. Juhu! Und ab ins Bett mit dir. Oh, er muss auch noch aufs Klo. Na toll. Auch das noch. Naja, dann soll er jetzt erstmal schlafen. Wozu hat er denn eine Windel an? So, sie liest hier fleißig weiter. In diesem wunderbaren Buch neue Sozialaktion entdeckt. Eleanor hat eine Menge über Vampire erfahren und kann jetzt ihr Vampirwissen mit anderen Sims teilen. Wow. Wir können anderen Sims etwas über Vampiren beibringen. So, die Kinder gehen schlafen. Candy ist am Aufräumen. Ein ganz normaler Tag in dieser Wohnung hier. Ach ja, was dampft hier eigentlich so? Ach so, die Spülmaschine ist gerade beladen. Alles klar. So, das wird nicht schlecht. Das auch nicht. Das auch nicht. Das auch nicht. Und das auch nicht. Ja, sehr schön. Gut. Ja, meine Lieben, dann würde ich sagen, ich hoffe, ihr freut euch, dass die 100 Baby Challenge nun weitergeht. Wie gesagt, es kommt nicht jeden Tag. Ich weiß noch nicht, wann es kommt. Ich werde es immer irgendwie irgendwo dazwischen quetschen, wenn ich es kann. Und ja, wundert euch dann bitte nicht, dass es nicht jeden Tag kommt. Wir sehen uns auf jeden Fall in einem neuen Part dann bald wieder. Bis zum nächsten Mal dann. Tschüssi!